Fangen wir doch mal an, wer mit diesem Zusammenhang bleibt, bitte. Jetzt fang an. Wir werfen die Zeitmaschine an. Heute in Kino Kino und feiern ein Jubiläum. 100 Jahre Bavaria-Film, das traditionsreiche Studio in Geiselgasteig südlich von München. Gegründet 1919 unter dem Namen MLK. 1932 entstand dann die Bavaria-Film, die bei so vielen Erinnerungen weckt. Ach, das ist für mich Heimat. Das ist, meine ganzen Anfänge sind da. Bavaria ist eine Institution, eine deutsche, logisch. Auch ich als junges Mädchen schon habe ich immer geschwärmt. Bavaria, da muss man einmal hin und so. Da hat ja Hollywood, war ja hier in München in den Bavaria-Studios. Ich war noch nie auf der Tour, aber ich muss eigentlich einmal, muss längst einmal gemacht haben, ja. Das hören diese beiden gern, Valeria Tocchiaro Steinmeier und Stefan Brixi. Sie leiten die Bavaria-Filmstadt, die jedes Jahr um die 250.000 Besucher anlockt. Stefan Brixi zeigt uns das Gelände, das so viele bekannte Kulissen hat, wie die Berliner Straße, die 1976 für Ingmar Bergmanns Das Schlangenei gebaut wurde und heute Münchner Straße heißt. Die Münchner Straße hat zwei Teile. Hier das schöne, große Schwabing und das damalige, dunkle Haidhausen ist hinten ums Eck. Wir nennen das auch die Drogenecke. Nirgends werden mehr Menschen umgebracht als da hinten. Also wenn es für irgendeine Serie mal wieder einen Mord braucht, da hinten ist der richtige Ort dafür. Und diese Straße ist längst nicht der einzige Ort, den die Bavaria groß rausbrachte. Ein paar Meter weiter steht das chaotische Klassenzimmer aus Fakio Goethe. Und vor kurzem aufgebaut wurde der Vulkan aus der Kinderbuchverfilmung Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, in dem Halbdrache Nepomuk lebt. Wow! Mein Vulkan brennt wieder! In puncto Prominenz aber dominiert bei der Bavaria ein anderer Drache, auch erfunden von Michael Ende. Fuchur aus der unendlichen Geschichte. Obwohl der Fantasy-Film vor mittlerweile 35 Jahren entstand, er hat immer noch Anziehungskraft und die hinterlässt Spuren. Er kriegt jedes Jahr 9 Flocati hier drauf. Also da sitzen im Jahr noch mehrere hunderttausend Leute drauf und der reibt sich natürlich ab. Und Fuchur hat auch was, was viele Menschen nicht haben möchten, nämlich Schuppen. Freunde von klaustrophobischen Filmmomenten können die Enge und Beklemmung von Das Boot nacherleben. Gedreht 1981, der Bavaria-Klassiker schlechthin. In der 50 Meter langen Röhre des Originalmodells heißt es seitdem Kopf einziehen. Wird leider regelmäßig vergessen. An einem vollen Sommertag rücken unsere Feuerwehrleute hier, die das betreuen, sicherlich einmal pro Tag an. Um zu gucken, dass auch niemand verblutet hier drin. Für die Bavaria ist das Boot eine Brücke zwischen gestern und heute. Denn gerade erst konnte sie die dazugehörige Serie erfolgreich auf den Markt bringen und das bedienen, was seit Jahren ihr Kerngeschäft ist, Fernsehen. Ein Puzzleteil mehr in 10 Jahrzehnten Produktions- und Studioarbeit, die so viele bekannte Gesichter nach Geiselgasteig geführt hat. Es hat sich viel angesammelt in 100 Jahren und einiges aus dem riesigen Fundus der Bavaria ist bald in einer Ausstellung zu sehen. Dazu gehören Originalkostüme aus fernen Galaxien. Und hier Raumpatrouille. Wundervoll. Ja? Da haben wir nicht nur die Klamotten, sondern auch hier die Waffen. Das Filmstadtatelier öffnet ab 2. März in der Bayerischen Traumfabrik, die seit einem Jahrhundert Filmgeschichte schreibt. Bist du glücklich? Fühlst du dich wohl? Ich bin durchschnittlich glücklich. Wieso fragst du? Wieso durchschnittlich? Weiß ich nicht. Ich möchte, dass du glücklich bist. Doch dem Glück hechelt Steve, Friedrich Mücke, immer neurotischer hinterher. Leise Zweifel nagen an dem Softwareentwickler, ob in seiner Beziehung mit Freundin Carola, Julia Koschitz, alles beim Besten ist. Die Komödie Wie gut ist deine Beziehung spielt auf dem Minenfeld der Liebe. Zwei Kinderlose, die sich selbst verwirklichen können und doch unaufhaltsam ins Chaos trudeln. Sag es. Was? Keine Angst vor Veränderung. Ich will, dass alles so bleibt, wie es ist.
Sein Faible für Situationskomik und Wortwitz hat Regisseur Ralf Westhoff zuletzt mit Wir sind die Neuen gezeigt. Seit seinem Debüt, dem Dating-Reigen Shoppen, ist er so etwas wie der Kinotherapeut für großstädtische Beziehungsleiden. Das Wort Beziehung ist ja eigentlich auch total interessant, ne? Also sich aufeinander zu beziehen und sich vielleicht auch der Beziehung bewusst zu sein, bereit zu sein für eine Beziehung, das macht bestimmt eine gute Beziehung aus. Die Bereitschaft, Konflikte miteinander auszutragen und auch Krisen wirklich miteinander zu durchleben, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Und die Krise lässt nicht lange auf sich warten. Keine Angst vor Veränderung. Ich habe vor nichts Angst. Das Schicksal seines Freundes Bob ist ein Warnsignal für Steve. Dessen Beziehungsdesaster wirkt ansteckend auf ihn. Ist gut. Sie ist jetzt mit einem anderen Mann zusammen. Was? Das ist ja furchtbar. Das ist er. Wenn man eine glückliche Beziehung hat, dann ist das was. Ist es eben ein großes Glück. Und wenn eine Beziehung scheitert, dann ist das auch an Dramatik nicht zu überbieten. Deswegen ist es für mich eine schöne Kombi, sowas in der Komödie zu erzählen. Wie man seine Beziehung frisch hält, ist ein wichtiges Thema in dem Film, ja. Ich habe mir was überlegt für heute Abend. Viel besser als Couch und Film. Kann ich Nein sagen? Es wird dir riesig Spaß machen. Kleine Fluchten aus dem Alltag sollen die Beziehung aufpeppen. Voilà. Le Grand Rollpalast. Hilflosigkeit kann sehr komisch sein. Das kostet der Film genüsslich aus. Ich werde diese Frau zurückerobern, bevor sie auf die Idee kommt, mich zu verlassen. Wow. Weil ich's kann. In dem Fall hier können wir zusehen, wie er vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Nicht alles trifft, ja, nicht alles gleich sozusagen. Also es sorgt halt wirklich mehr für Verunsicherung. Obwohl er und auch sie dann Dinge tun, die vielleicht jetzt nicht immer so ganz ins Schwarze treffen, muss man am Ende sagen, dass sie immerhin sich bemühen. Was ist anders? Es geht um Sex. Er macht Dinge, die nicht zu ihm passen. Ja, ist es gut oder ist es nicht so gut? Die bewegt sich so komisch dabei. Hä? When we was together. Ein Paar sucht seinen Rhythmus. Wie gut ist deine Beziehung, schlägt ein paar Kapriolen zu viel und trägt zuweilen etwas dick auf. Aber die pointierten Dialoge und charmanten Charaktere reißen's raus. Champagnerlaune in Hollywood. Eine Nacht lang hat sich die Branche mal wieder selbst gefeiert. Spike Lee bekam endlich seinen ersten Oscar. Und viele weitere Afroamerikaner wurden endlich von der Academy geehrt. Und der beste Film des Jahres? And the Oscar goes to Green Book. Die Academy einigte sich auf ein mit leichter Hand erzähltes Roadmovie über eine Freundschaft in Zeiten von politischem Hass und Rassentrennung. Und was machen wir mit den Knochen? So machen wir das. 2007 hatte er hier seinen Oscar-Triumph mit Das Leben der Anderen. Florian Henkel von Donnersmarck. Auch in diesem Jahr ruhten die deutschen Oscar-Hoffnungen auf ihm. Werk ohne Autor war nominiert für den besten fremdsprachigen Film. Ich glaube, dass es vielleicht heutzutage so eine Nominierung vielleicht noch wichtiger ist, weil eben so viel hergestellt wird an Filmen, dass man irgendwie für einen Film eine Aufmerksamkeit generieren muss, wenn er jetzt nicht gerade irgendwelche Superstars hat, internationalen. Weiß auf weißem Grund. Ist das die neue Kunst? Sinnbild der Leere, so könntest du es nennen. Vielleicht wird es ja eine Sensation. Für die Sensation bei den Oscars hat es dieses Mal leider nicht gereicht. Von Donnersmarcks episches Künstlerporträt hatte mächtige Konkurrenz mit aufwendigen Oscar-Kampagnen. Natürlich hätten wir uns auch gewünscht, dass sagen wir mal, ein Netflix und ein Amazon sich so hinter uns stellen, wie jetzt wie die sich hinter Cold War und hinter Roma gestellt haben. Das ist einfach toll zu sehen. And the Oscar goes to Roma! Bester fremdsprachiger Film wurde Alfonso Cuarons Roma.
dass der Film vom Streamingdienst Netflix produziert und trotzdem mit insgesamt 3 Oscars prämiert wurde, ist ein deutliches Signal. Netflix hat sich endgültig als neue Großmacht in Hollywood etabliert. Immer der Schwächste von uns, hm? Ja, immer der Jüngste von euch. Nein, ich meine, der hatte so eine innere Schwäche. Wie so ein Pudding, so was Unklares, als wäre er nicht ganz fertig geworden. Es geht um Karl. Seine Geschwister und Familie sorgen sich um ihn. Karls Leben steckt in der Krise. Er säuft, hat seinen Job verloren und Frau und Kind sind auch auf und davon. Die Schatten der Vergangenheit suchen ihn heim. In Doris Dörries Kirschblüten und Dämonen. Plötzlich steht eine Japanerin vor Karls Tür. Konnichiwa. It's me, you. I am you. Don't you recognize me? Ich bin you. Don't you remember? I was with your father, Rudy, when he died. In Tokyo. Tokyo. Kirschblüten Hanami. Vor 11 Jahren gelang Doris Dörrie mit der berührenden, melancholischen Familiengeschichte ein Erfolg. 1 Million Zuschauer allein im Kino. Für die Fortsetzung Kirschblüten und Dämonen konnte Dörrie bis auf Maximilian Brückner die alte Besetzung erneut gewinnen. Darunter Elmar Wepper und Hannelore Elsner als das längst verstorbene Ehepaar Trudi und Rudi. Ich habe mich halt sehr viel in Japan mit Gespenstern beschäftigt. Und irgendwann hatte ich einfach diese Idee, und dass ich dachte, ja, na klar, die Eltern kommen zurück als Gespenster. Wie so oft bei Doris Dörrie kreisen die Themen um Liebe, Verlust und Familienbeziehungen. Vom Drehbuch, das Dörrie wieder selbst schrieb, bis zum Dreh dauerte es nur knapp ein Jahr. Eine für Kinofilme ungewöhnlich kurze Zeitspanne. Kirschblüten und Dämonen entstand im Allgäu und in Japan. Mit einem kleinen Team, das flexibel auf die Umgebung reagieren konnte. Jetzt sauf halt nicht so viel, Bub. Machst ja alles kaputt. Das tut mir der Seele weh, dass du nicht glücklich bist. Kinder sind so enttäuschend. Ich hab mir auch andere Kinder gewünscht. Nur der Kali. Der Kali versteht mich. Ich möchte einfach meine Ruhe haben. Aber ich muss ja alles zusammenhalten. Wenn ich nicht alles zusammenhalte, dann löst sich alles auf. Ich glaube, die Familie hat irgendwann verlernt, miteinander zu kommunizieren. Oder vielleicht haben sie es auch gar nicht wirklich angefangen. Und haben ihr Potenzial, was sie eigentlich gehabt hätten, an Glück sozusagen miteinander, nicht genutzt. Die Mama war nie in einem Sanatorium. Die hat Depressionen gehabt und wollte sich umbringen. Ach, so ein Schmarrn. Die Mama war immer die lustigste von uns allen. Woher nimmst du das denn? Ich habe auch Depressionen. Die Leichtigkeit des Vorgängers fehlt in diesem Film, weil der Schmerz zu groß ist. Für Karl sind die Dämonen sichtbar. Mal nur Schatten, mal die Eltern. Aber sie bestimmen jetzt sein Leben. Was ist das? Was ist das? A Demon. Was? Your Demon. Erst wenn er die Dämonen akzeptiert, findet er Frieden. Das ist immer mein Ziel, also wirklich zu versuchen, diesen unglaublichen Mix, der unser Leben ist, den zu erzählen. Und das bedeutet eben, dass es ganz viele Genres gibt und dass es komisch ist und dass es traurig ist und dass es ein klassischer japanischer Geisterfilm ist. Kirschblüten und Dämonen will viel, vielleicht sogar das Leben erklären. Das wirkt oft sehr versponnen und manchmal rührend poetisch. Neuschwanstein. Oh, Neuschwanstein. So. Mhm.